วัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีที่เข้ามาเรียนภาษาไทยพร้อมกับอาจารย์รูดี้ครับในตอนนี้ผมได้มีโอกาสที่จะพาคุณไปเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะครับ Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Ich habe heute die Gelegenheit, dich hierhin mitzunehmen, nämlich in den Park, in den historischen Park von Phi Mai. Wir haben also Utayan ist ein Park. Wir kennen vielleicht Utayan Heng Chat Park. National. Auf nationaler Ebene ist ein Nationalpark, Utayan Heng Chat. Und jetzt haben wir hier in diesem Falle Utayan Prawat Sat, also ein Utayan, ein Park, und Prawat Sat, die Geschichte oder Geschichtswissenschaften, also ein historischer Park. Phi Mai, ko mai khwam wa, Phi Mai nan eng. Und Phi Mai ist einfach die Bezeichnung dieses Ortes. Und was du hinter mir hier als Gebäudeform siehst, das ist dann Prasat. Prasat. Entweder ein Schloss oder in diesem Falle ein Tempel. Und dieser Tempel ist nicht ein ganz gewöhnlicher Thai-Tempel, sondern ein sehr alter Khmer-Tempel. Ben Prasat Khmer Nahab. Rue Khao Ko Riegwa Prasat Hin Duai. Also er wird Steintempel genannt. Prasat, also der Tempel, und Hin, Stein. Ganz einfach, weil er aus Stein gebildet wurde. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, aus welchem Gestein bzw. mit welchem Material dieser Tempel gebildet wurde, dann kann ich dir sagen, es ist das meiste Sandstein. Und Sandstein, Prasat Hai Blewa, Hin Sai. Sai ist ja der Sand, den wir auch am Strand sehen, und Hin, wie gesagt, Stein oder Fels, und Hin Sai dementsprechend Sandstein. Das heißt, alles hier ist mit entweder mit diesem dunklen oder auch roten sandsteinähnlichen Material gebaut. Selbstverständlich existieren noch weitere Wasadu-Materialien. Die Hao Chai Petita Sang Tinile Nakab, welche sie verwendet hatten, um diesen Ort hier, diese Gebäude aufzubauen. Aber es ist sehr, sehr imposant hier, das sich mal anzuschauen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier hinzukommen und ja, sich diese Anlage anzuschauen. Und wie ich bereits gesagt habe, sind all diese Bauten bzw. dieser Tempel Prasat Hi Hen Yu Khang Lang Phom Rua Di Go Sang Khun Ma Doi Khmer Nakab, durch die Khmer, welche ja ihren Einflussgebiet hier hatten, gebaut. Nok Chak Nan Thi Bok Ma Lao, und was ich auch bereits gesagt habe, Thi Ni Yu Thi Meung Phi Mai. Dieser Ort befindet sich in der Stadt Phi Mai, und Phi Mai yu thi Changwat Nakhon Rajasima rue thi riek san san ko khue Khorat nan eng. Und diese Stadt befindet sich in der Provinz Nakhon Rajasima, oder eben auch, wie es kurz genannt wird, Khorat. Na krab, pom ko lei net nam hai kun thuk khon thi cha ma thiao thi ni. Es lohnt sich auf jeden Fall,
hierher mal zu kommen und sich diese Anlage anzuschauen. Und ich werde dir jetzt noch im weiteren Verlauf ein paar kleine Details dann auch zeigen, welche mich sehr, sehr besonders beeindruckt haben. Prasad Hin Pimani Go Ben Satan Ti Tong Tiao Ti Chu Dang Tua Pratet Loi Ting Ting Lao Tua Log Loi Prawa Man Radab Taukab Angkor Wat Loi. Es ist also dieser Steintempel hinter mir, ein sehr, sehr wichtiges Khmer-Bauwerk, welches weltweit, also landesweit sowieso, aber insbesondere auch weltweit bekannt ist, denn es befindet sich von den Dimensionen, von den Ausmaßen und auch vom Erhalt her auf gleicher Stufe wie Angkor Wat, welches ja ebenfalls sehr berühmt ist. Da Dam Ti Hin Ma Lao Go Kon Suan Yai Ti Ma Tiao Shung Ni Go Ben Kon Thai Gan Mot. Und im Moment hat es noch nicht so viele Leute, aber wie ich gesehen habe, sind die meisten, die jeweils, insbesondere zu dieser Zeit hierher kommen, Thailänder und Thailänderinnen, die sich eben auch diese Bauten anschauen. Doni gamlang kham bei Sanam Yayu Pua Tija Baidu Ik Fangnen Rab. Ich überquere jetzt hier den Rasen, um noch ganz kurz die andere Seite auch anzuschauen. Und ja, da einige Dinge vielleicht noch zu sehen. Also einerseits sind hier mal diese schmucken Säulen und auch weitere sehr, sehr fein gliedrig verzierte Steinmetzarbeiten, die eben ja, sehr, sehr imposant und auch eindrücklich sind. Und von denen gibt es zahlreiche. Ich werde jetzt gleich auch noch einige Bilder von einblenden. ถ้าหากว่ายืนติดกับผนังอยู่แบบนี้เลยนะครับก็เกิดความรู้สึกว่าย้อนกลับในอดีตแล้วอยู่ในสมัยเก่าๆของสมัยเขมรเลยทีเดียวครับ Und wenn man hier jetzt so ganz nah an den Mauern, am Mauerwerk oder an den Gebäuden ran ist, dann ja, entwickelt sich wirklich so innerlich ein Gefühl, als ob man hier eine Zeitreise gemacht hätte und eben auch sich in dieser Zeit der Khmer-Regierung befinden würde. Und das wird alles, ja, irgendwie wirkt sehr lebendig, imposant. Und jetzt befinde ich mich vor dem größten Bauwerk, was es hier gibt, in diesem Park, in dieser Anlage, das Zentralgebäude, welches ebenfalls komplett aus Sandstein gebildet wurde. Und auch hier wieder sehr eindrücklich zu sehen, diese wunderbaren Verzierungen aus filigranem Sandstein. Und weiter oben, hier sind sie natürlich schon etwas abgenutzt, teilweise wahrscheinlich von den Touristen, aber eben auch vom Wetter. Und weiter oben sehen wir dann das sehr, sehr schmucke Steinmetzarbeiten, da reingemeißelt wurden, direkt in den Sandstein. Und es ist einfach wunderschön anzusehen. Also ich muss sagen, ตั้งแต่มาที่ประเทศไทยนะครับก็ไม่คิดว่าไม่เคยเจอแห่งที่สวยขนาดนี้เลยนะครับมีวัดหลายแห่งนะครับที่สวยมากจริงๆแล้วชอบด้วยนะครับสมัยเก่าหรือว่าที่สร้างมาปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ตามประสบการณ์ของโรดี้เนี่ยก็เป็นปราสาท Also es ist hier, seit ich in Thailand bin, ja, vermutlich das schönste Bauwerk, was ich je gefunden habe. Und wie gesagt, ich mag auch Tempel der Gegenwart, aber natürlich auch die älteren Tempel aus vergangenen Zeiten. Und ja,
sehr viele schöne Dinge schon gesehen, aber das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Und es geht dabei nicht nur um die Größe dieser Bauwerke hier oder dieser Anlage, sondern eben auch, wie sie gebaut ist, also die Größe der Steine und die filigranen Arbeiten, die sich darin befinden, zusammen mit den, und das werde ich gleich noch zeigen, mit der einzigartigen oder fast unglaublichen Exaktheit, wie die einzelnen Bausteine aufeinandergesetzt wurden. Also, das ist großartig. Falls du noch nie hier warst und mal nach Thailand kommst, empfehle ich dir unbedingt hierher zu kommen und dir das persönlich anzuschauen. Lao Ti Tam Hai Pom Lo Di Pratap Chai Mak Ti Sut Go Mai Di Pen Khanat Khong Heng Ni Na Krap Da Wa Pen Wi Ti Gan Ti Khon Nai Samai Gau Nan Samar Ti Cha Sang Tuk Sung Khanat Ni Dai Doi Chai Wasadu Hin Sai Tau Nan Na Krap Hom. Es geht also nicht nur um die Größe, sondern eben auch die Art und Weise, wie sie damals dazu in der Lage waren, hier überhaupt solche Gebäude aus Sandstein zu errichten. So, dann sind wir jetzt hier mal im Innern und es gibt bessere Beispiele, die sind aber noch mehr im Dunkeln. Aber wenn wir jetzt mal hier schauen, wie gerade diese Kante ist, weil es hier ein bisschen ausgebrochen ist, mal reinschauen kann, das ist wirklich wie gesägt. Also, und im Schnurgerade, also die passen auch perfekt aufeinander. Man sieht es vielleicht auch hier drüben nochmal sehr gut. Da gibt es Fugen, aber dazwischen ist kein Platz, wo irgendwas noch reinpassen würde. Wang Hin Song Gon Nie Go Mei Chong Wang Yu Le. Es gibt also keinen Chong Wang. Selbstverständlich, wenn was ausbricht, das bietet dann eben die Gelegenheit, wie hier, dass wir eine Aufsicht erlangen auf die Oberfläche. Und die ist ja nicht poliert. Sandstein kann man ja nicht polieren. Aber wie die das damals so exakt gebaut haben und was dann noch hinzukommt, ist eben auch die Art und Weise, wie sie die Blöcke zugesägt oder zugemeißelt haben, was man ja glaubt, kommt noch hinzu. Weil das ist oft dann symmetrisch, also dasselbe auf der Seite eines Ganges wie auch auf der anderen Seite. Und das passt dann eben formgenau zueinander. Man kann na pratap chai leu, na krap. Dann sehen wir hier nochmal von eher sehr nahe, wie das Ganze so von unten ausschaut. Eben mal die Größe des Gebäudes und ich befinde mich hier jetzt bereits auf einer Höhe von ungefähr, was sind das, 3 Metern ab Boden und da geht es nochmal ein Stück hoch und eben alles aus Sandstein mit diesen wunderbaren Verzierungen gemacht, also tatsächlich einzigartig hier. Dani Yunyu von Punyu Lao Ni Radap Brahman Sak Samit Brahman Nanakab. Es geht also ums Thailernen und nicht etwa hier um touristische Attraktionen, denn wie gesagt, das ist ja immer auch Geschmackssache und ich möchte da gar nicht zu viel dazu sagen. Aber dieser Ort möchte ich einfach mal empfehlen. Ist auch sonst sehr schön, hier mal so ein bisschen die Ruhe zu finden. Ist ja nicht die größte Stadt. Und ja, damit möchte ich mich auch verabschieden und hoffe, dass du hier anhand der Übersetzung und der Untertitel auch ein paar hilfreiche, für dich hilfreiche Begriffe auf Thai mitnehmen konntest und etwas über ja, diesen Ort erfahren hast. Khokhoma khap ti khao ma chom raikan rian phasa Thai. นอกจากนั้นเนี่ยก็หวังว่าน่าจะมีประโยคบางประโยคที่คุณนำมาใช้ในชีวิตของคุณได้ด้วยหรือว่ามีคำศัพท์
บางคำที่คุณได้เรียนมาในตอนนี้เลยนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ